Shalom und Salve, mein liebes, wunderbares Publikum. Ihr fragt euch, wo ist das Intro geblieben? Nein, es hat nichts damit zu tun, dass Rainer Wichser, Grüße gehen raus, Gruß und Kuss an dich, mein Lieber, Urheberrechtsansprüche angemeldet hat. Ich bleibe vorerst noch unter seinem Radar. Das Intro wird euch gleich auch wieder beglücken. Es liegt nur einfach daran, ich hatte ja nun 2 Wochen die stille Treppe verordnet bekommen. Und ich habe das Video, das folgende, das ihr gleich sehen werdet, sehr kurz nach meinem letzten produziert. Und mir war zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, dass ich da 2 Wochen pausieren musste. Und insofern haben sich ein paar Sachen ereignet in der Zwischenzeit, wo ich mir dachte, da muss ich dann noch mal kurz drauf eingehen, bevor das Video dann startet. Zum einen die Hochwasserkatastrophe. Ihr seht es ja an diesem Bild. Mir war es ein Anliegen oder ist es ein Anliegen, auch euch noch einmal dieses Spendenkonto zu präsentieren. Ich war sehr überrascht von meinem Discord, der fleißig gespendet hat, und ich möchte ausdrücklich sagen, ohne mein Zutun, ich bin eine Zeit lang dem Discord weggeblieben, aus Gründen, und das haben die Mädels und die Jungs ganz alleine organisiert, und sie haben eine ganze Menge zusammenbekommen, und das macht mich schon ein bisschen stolz auf meinen Discord. Also an dieser Stelle auch nochmal Gruß und Kuss an meinen Discord. Ich komme ja aus einer der Regionen, die vom Hochwasser betroffen waren und sind. Einige meiner Freunde und Kumpels haben tatsächlich ihre Existenz komplett verloren, und das macht einen schon ein bisschen sprachlos, wie schnell das geht. Ja, das waren Leute, die haben sich ein schönes Häuschen gebaut, die haben eine Hypothek natürlich, aber die hatten gute Jobs, kein Problem, die Hypothek abzubezahlen. Jetzt ist das Häuschen weg, aber die Hypotheken eben nicht, ne? Und Versicherungen bezahlt nicht. In meiner Region kann man sich gegen Hochwasser nicht versichern, und insofern bleiben die Leute alle auf ihrem, ja, auf ihrem Schaden sitzen. Und deshalb fände ich es schön, wenn ihr euch an dieser Aktion ein bisschen beteiligt. Es ist ja auch so, einige von euch haben mich immer mal wieder auf eine Wunschliste angesprochen oder ähnliches, und ich habe das immer abgelehnt. Aber hier möchte ich sagen, wenn ihr mir einen Gefallen tut, dann spendet ein paar Euronen für die Hochwasseropfer, denn die brauchen es wirklich. Ich habe übrigens natürlich auch mit dem einen oder anderen gesprochen, und das möchte ich unbedingt noch sagen. Es werden nicht nur Geldspenden benötigt, sondern auch Sachspenden. Und immer wieder ist mir gesagt worden, was also ganz besonders, was ganz besonders fehlt, sind Unterputzdeckel. Ne? Also Unterputzdeckel werden benötigt wie die Seuche. Es sind einfach in diesen Hochwassergebieten keine Unterputzdeckel zu bekommen. Und wenn ihr Unterputzdeckel übrig habt, schickt sie dorthin. Die Leute werden sich freuen. Des Weiteren, was mir auch oft gesagt wurde, ist Knödelteig. Ne? Knödelteig ist sehr wichtig für die Menschen dort. Ne? Die haben große Sorge, dass ihnen der Knödelteig ausgeht. Und zum Teil ist dieser Knödelteig ja auch durch das Hochwasser ja so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er sich zu einer weiteren Verarbeitung, zu einem genussfähigen Lebensmittel nicht mehr eignet. Und in diesem Zusammenhang möchte ich unbedingt auch auf Kartoffelpüree hinweisen. Also Leute, um es zusammenzufassen, Geldspenden wären schön, sehr schön, aber fast noch wichtiger sind Unterputzdecke, Knödelteig und Kartoffelpüree. Ne? Wenn ihr das also erübrigen könnt, schickt's einfach nach NRW. Die Leute werden euch ewig dankbar sein, ne? Für diese selbstlose Spende. Gut, dann haben wir ein zweites Thema, das ich hier mal kurz ansprechen möchte. Es ist da jemand auf Twitter, glaube ich, ist das Twitter oder Instagram, ich kenne mich nicht aus, Twitter, glaube ich, ist jemand als ich unterwegs. Mir ist dieser Screenshot von einem lieben YouTuber zugespielt worden,
Und da steht: Nun, meine Freunde von der NWO, ihr habt es geschafft, von nun an herrscht Krieg. Versteht das als meine Kampfansage an alle kleinen Verlierer der NWO dort draußen. Ihr wollt mir und meinem Kanal schaden, nun tragt die Konsequenzen, tut ruhig euer Schlimmstes, ich lache darüber. Schlimmstes ist übrigens ein Nomen, mein lieber unbekannter Freund. Also ich glaube, ich brauche euch nicht zu sagen, dass das nicht ich bin. Eine solch anspruchslose Grammatik benutze ich nicht mal mit 2,0 Promille. Es macht mir eigentlich keine Sorge, aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, ein Video zu einer Klarstellung zu nutzen, also ich bin es nicht, der dort auf diesem Twitter-Profil unterwegs ist. Ich kann auch nicht sagen, wer es ist, interessiert mich im Prinzip wenig, wollte nur sagen, das bin ich nicht. Und wenn ihr mich und meinen Content und meinen Duktus ein bisschen kennt, ist das auch relativ leicht ersichtlich. So, jetzt will ich euch nicht länger aufhalten. Wir gehen rein ins richtige Video. Viel Spaß euch und mir. Shalom und Salve, mein liebes, wunderbares Publikum. Der Arbeitspulli saß eng in letzter Zeit, aber jetzt ist er in der Wäsche und ich denke, ich werde ihn vor Ablauf einer Woche da nicht mehr rausnehmen. Die Laune war auch ein bisschen im Keller, aber Kunstliebhaber Hader hat sich an seiner Emma ein Beispiel genommen, hat sich geschüttelt und gedenkt, sich wieder dem Leben zuzuwenden und das Leben zu genießen, sich mit den schönen Dingen dieses Lebens zu befassen. Aber bevor ich das tue, dachte ich, mache ich ein reiner Video. Ne? Ihr sollt ja auch was davon haben von meiner verbesserten Laune. Was ich letztes Mal vergessen habe, und deshalb fange ich gleich damit an, ist das Musikrätsel. So, wer hat gewonnen? Das war Kopfzeile mit Madonna, Die Another Day. Viele von euch haben geschrieben Tina Turner und GoldenEye. Es ist doch komisch, dass diese Bond-Songs irgendwie Musiker unter euch, bitte stellt das richtig, mir fällt kein besserer Begriff ein, so ein Duktus haben, der irgendwie immer unverkennbar ist. Ne? Also es war natürlich der Bond-Song zu dem Film Haltet euch fest, Die Another Day. Und dann gab's ja noch ein Musikrätsel, unser aktuelles. Also Die Another Day, das betraf das vorletzte Video. Kopfzeile, herzlichen Glückwunsch. Und das letzte Video, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Song weder recherchiert, noch angehört, noch irgendetwas. Ich bin einfach in die Kommentare runtergescrollt und der Erste, der einen Song-Tipp abgegeben hat, der war dann der Gewinner. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist mir egal, weil dieser Song, den tue ich mir nicht an. Grüni war's. Also herzlichen Glückwunsch, Grüni, du warst der Schnellste mit welchem Song auch immer. Keine Ahnung und interessiert mich auch nicht. So, dann wollen wir uns ein bisschen mit diesem Bildchen befassen, aber eigentlich mehr mit dem Künstler. Dieses Bild ist von Alejandro Jodorowsky. Ich hoffe, ich spreche das besser aus als im letzten Video. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ihr hattet natürlich alle recht, die ihr mich korrigiert habt. Es heißt selbstverständlich Beltracchi und nicht Beltrat. Und dieser Künstler heißt, wie gesagt, Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky. Er ist Chilene. Regisseur, Maler, Schauspieler, Produzent, Komponist und. Ein richtiges Allround-Genie. Er lebt noch, Gott sei Dank. Und dieses Bild heißt La Montaña Sagrada. Also der heilige Berg. Und dieses Bild ist entstanden zu einem gleichnamigen Film, den er gemacht hat. Er hat sehr
wie soll ich sagen, spirituelle Filme gemacht, surreale Filme gemacht. Er hat auch selbst mit LSD experimentiert und das kommt in seinen Filmen und in seinen Bildern zum Ausdruck. Er ist auch Comic-Buchautor. Worauf ich euch unbedingt hinweisen möchte, dieser Alejandro Jodorowsky hat die wahrscheinlich beste, größte Buchverfilmung aller Zeiten produziert. Jetzt werdet ihr euch fragen, welche Verfilmung soll denn das sein? Ich meine die Verfilmung The Dune. Aber, meine lieben Freundinnen und Freunde, aber dieser Film ist leider nie, entschuldigt, dieser Film ist leider nie realisiert worden. Es gab umfangreiche Pläne, es gab ein komplettes Skript, bildhaft ausgearbeitet. Es gibt davon noch ein Exemplar. Ich glaube, das ist unendlich viel Geld wert, das sich aber im Besitz von Jodorowsky befindet und das er mit Sicherheit nicht herausgeben wird. Er hat großartige Leute gefunden, die mit ihm diesen Film geplant haben. Und es hat am Ende nicht funktioniert. Wenn es euch interessiert, schaut euch unbedingt eine Doku auf YouTube an. Alejandro Jodorowsky Dune, da müsstet ihr es finden. Und das ist eine ziemlich lange Doku, die eben diese Entstehungsgeschichte, diese ganze Planung dieses Films, die völlig verrückt war, nachzeichnet und dann eben auch erklärt, warum es nicht geklappt hat. Natürlich, dieser Film ist dann doch entstanden. Mies, ein mieses Filmchen. Ich glaube, Sting hat da die Hauptrolle gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Nichts gegen Sting, weiß Gott nicht, aber das hätte er sich nicht antun sollen. Das war Mist und hatte mit dem Buch überhaupt nichts zu tun. Das Buch umzusetzen, das war eben der Plan Jodorowskis. Und wer dieses Buch kennt, weiß, dass das nicht einfach war. Schaut euch die Doku an. Also die ist einfach spitze. So, genug davon. Dann starten wir mit dem Musikrätsel für heute. Dieses Rätsel geht raus an jemanden, der da schon weiß, dass wer gemeint ist. Okay? Ihr kennt es alle. Ihr kennt es alle. Es müsste reichen. Als Tipp sei gesagt, es gibt verschiedene Versionen von diesem Song. Ich habe mich für die wunderbare Version einer Dame entschieden. Okay? Also es geht um eine Interpretin. So, ich hatte ja nun ein bisschen reine Abstinenz und ich muss erstmal wieder reinkommen in den Reiner. Darum fange ich heute mal mit so einem Schnipselchen an, das mir irgendwo in letzter Zeit begegnet ist. Verzeiht es mir, dass ich es nicht mehr genau rekonstruieren kann. Hört mal rein. So. Ich kann schwimmen, ja. Ich hab ein Seepferdchen gemacht, als ich jung war. Und schwimmen ist etwas, was ich sehr gerne mache. Habt ihr es gehört? Er hat ein Seepferdchen gemacht, als er noch jung war. Das hat mich sehr belustigt. Und ich habe da so an meine eigene Jugend gedacht oder Kindheit. Meine liebe Ex-Gattin, ne? Meine liebe Ex-Gattin hatte auch ein Seepferdchen gemacht. Und da habe ich sie dann immer mit verarscht. Ne? Ich habe gesagt, hör mal, Seepferdchen, das ist doch das, wo der Bademeister dich ins Becken schmeißt, dann eine Kippe rauchen geht, zurückkommt und wenn du nicht ersoffen bist, kriegst du Seepferdchen. Ne? Und der Rainer hat das auch geschafft, hat das auch gemacht. Ne? Ich erinnere mich so an meine Kindheit, also wir Jungs, wir haben kein Seepferdchen gemacht. Natürlich nicht. Ne? Weil, Entschuldigung geht raus an alle stolzen Seepferdcheninhaber, Seepferdchen ist scheiße.
Mir fällt da jetzt kein treffenderes Wort ein. Ja, Seepferdchen ist scheiße. Das ist einfach scheiße. So wie Hagen. Ne? Also Seepferdchen ist sozusagen als Auszeichnung das, was Hagen als Stadt ist. So muss man sich das ungefähr vorstellen. An die Leute, die das noch nicht kennen. Gibt es das eigentlich heute noch? Ich weiß es gar nicht. So, wir Jungs haben uns natürlich direkt auf die Bronze gestürzt und dann zügig, zügig, zügig Silber und Gold nachgelegt. Und einige von uns, ich war das allerdings nicht, haben dann sogar, ich glaube, das heißt oder hieß DLRG irgendwas. So ein Abzeichen, das war also noch mal eine Stufe mehr als Gold, ne? Und natürlich gab es damals auch bei uns so ein paar Dullis, die Seepferdchen gemacht haben und die das dann stolz auf ihrer Badebuchse trugen, dieses Zeichen, dieses Abzeichen, ne? Und die wurden natürlich auch verarscht. Ja, natürlich wurden die verarscht, weil Seepferdchen ist scheiße. Da gibt es einfach kein Vertun. So, und da stelle ich mir vor, Rainer. Ne? Rainer hat einen seltenen Moment in seinem Leben erlebt, nämlich er hat eine Prüfung bestanden. Ne? Und diese Prüfung wurde dann dadurch ausgezeichnet, indem man ihm dieses kleine Seepferdchen überreichte, ne? Und die Ritter hat dann dieses Seepferdchen auf Rainers Buchse genäht, irgendwie. Und dann kam Rainer zur nächsten Schwimmstunde in der Schule stolz mit seiner Badebuchse und dem Seepferdchen drauf, ne? Und dann haben die anderen natürlich gelacht. Und das war dann mal wieder Mobbing. Nee, Rainer, das war kein Mobbing, das ist einfach Verarsche. Und Verarsche ist richtig und wichtig, denn Verarsche ist sozusagen ein sozialer Eichungsprozess. Ne? Und aus einer Verarsche kann man Schlüsse und Lehren ziehen. Ne? Rainer, das hat mit Mobbing nichts zu tun. Schlüsse und Lehren. Ne? Der Schluss dieser Verarsche wäre gewesen, Rainer, Seepferdchen ist scheiße, ne? Und die Lehre, die man daraus hätte ziehen können, ist, mit Seepferdchen flext man nicht, ne? Mit Seepferdchen flext man nicht. Man flext auch mit einem Sonderschulabgangszeugnis nicht, ne? Und man flext auch nicht damit, in Hagen zu wohnen. Das ist halt einfach so, ne? Ob einem das nun gefällt oder nicht, aber ist so. Und wenn ich dann als 31-jähriger Mann hingehe und sage, ich habe Seepferdchen gemacht, ja, Rainer, so jetzt mal im Ernst, da wunderst du dich? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Bleiben wir noch mal kurz im Kontext Prüfung. Ich habe nämlich da noch so ein Schnipselchen gefunden. Hören wir mal rein, ne? Na? Warum tut es das nicht? Warte mal, warte mal. Ich bin durch die Ah. Theorie einmal gefahren beim Führerschein. Also beim Autoschein, sage ich jetzt mal alles. Die anderen Scheine habe ich eigentlich alle geschafft direkt. Aber beim Autoschein habe ich. Beim Autoführerschein bin ich einmal durch die Theorie gefallen und dreimal durch die Praxis. Das lag aber auch daran, dass ich zweimal einen Fahrprüfer hatte, der ein bisschen. Heutzutage sind die, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm, aber damals hatte ich halt einen Fahrprüfer, der ist schon reingekommen und hat gemeint, naja, heute kommt keiner durch und durchgekommen ist nur ein einziger. Also kommt auch immer ein bisschen auf den Prüfer an, aber mittlerweile sind die da ein bisschen anders, dürfen es auch gar nicht mehr so, aber früher war das halt anders. Ja klar, Rainer. Ne? In der guten alten Zeit, da waren die Fahrprüfer noch viel strenger. Ist ja klar, ne? Zu deiner Zeit war alles viel strenger und viel schwerer. Heute dürfen die das gar nicht mehr. Ne? Heute müssen die, also Leute, die für ihre Prüfung bezahlt haben, die müssen die durchkommen lassen. Ne? Das ist einfach Dienstleistung. Ne? Der Kunde bezahlt und kriegt dafür seinen Führerschein. So läuft das heute. Ja, auch da haben wir natürlich ein schönes Beispiel wieder dafür, dass der Rainer gerne mal die Schuld bei anderen sucht, ne, für sein Versagen. Ich darf euch aus dem Nähkästchen erzählen, ich bin auch durch die erste Praxisprüfung geflogen.
Ich habe nämlich so ein kleines motorisches Prüfungsproblem. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch. Wenn ich eine Prüfung mache, was selten genug in meinem Leben vorkommt, Gott sei Dank, in der ich motorische Fähigkeiten zeigen muss und mir guckt da jemand auf die Finger, dann werde ich sehr nervös. Das ist leider so. Bei schriftlichen und mündlichen Prüfungen in der Schule oder Studium zum Beispiel habe ich das überhaupt nicht. Aber bei solchen Sachen wie Führerschein sehr schwierig, sehr schwierig. Werde ich wirklich nervös. Und ja, dann bin ich halt auch durch die erste Prüfung gefallen. Aber nicht, weil der Prüfer besonders streng gewesen wäre, sondern weil ich ein Dulli war, ne? Einfach ein Dulli. Und beim zweiten Mal, muss ich sagen, hatte ich auch wirklich Glück. Ne? Vielleicht war das auch so ein bisschen Mitleidsbonus. Ich hätte, sagen wir mal so, nicht unbedingt durchkommen müssen. Ne? Nicht unbedingt. Aber okay, es hat geklappt. Ich habe den Lappen bekommen und da ich ja vom Land kam, ja, auf dem Land ist das existenziell wichtig. Ne? Ohne Führerschein auf dem Land, da bist du verloren. Ne? Da bist du echt verloren. Das ist dann, da wäre ich dann wahrscheinlich eher noch nach Hagen gezogen, ne, als ohne Führerschein auf dem Land zu leben. Ne. Gut, jetzt gehen wir aber ein bisschen mehr rein in den Rainer, nämlich wir beschäftigen uns wieder mit einem schönen alten Discord. Und zwar stammt der vom 21.04.2020. Ich weiß allerdings nicht genau, ob der Discord auch aus diesem Jahr stammt. Ja, ich glaube schon. Ich habe ihn jedenfalls gefunden beim guten Ranger. Vielen Dank, lieber Ranger, dafür, dass ich es mir klauen durfte. Link, Beschreibung und so weiter, bla bla bla. Es geht um Rudi. Ja, so viel verrate ich mal. Aber nicht, wie ihr denkt, wahrscheinlich, es geht um Rudi. So, starten wir. Ich wünsche euch und mir, wie immer, viel Spaß, liebe Freundinnen und Freunde. Rainer, war das eigentlich ernst gemeint, dass du mehr arbeitest als jemand, der Vollzeit arbeitet, also eine 40-Stunden-Woche hat? Ja, warum auch nicht? Nö. Ja, ich weiß nicht, ich finde die Aussage nicht gut. Ich finde auch, finde ich gut, was du machst, aber das heißt. Ja, ihr wisst es also, ne? Es geht um das Thema Arbeit. Und warum hat das mit Rudi zu tun? Ich vertrete ja schon seit langem die These, die meiner Meinung nach nicht zu widerlegende These, dass sämtliche von Rainers Arbeitsgesprächen, Monologen, Dialogen durch Rudis innere Stimme in seinem Kopf entsteht. Na? Das geht nicht an seine Kundschaft, nicht an seine Drachis. Das geht auch nicht an die Hater. Ich habe es, glaube ich, früher schon mal gesagt. Uns Hatern wäre es doch scheißegal, ob er, wenn er jetzt sagt, nö, ich verdiene mit YouTube mein Geld, fickt euch, geht doch arbeiten, ich tue es halt nicht. Ne? Ich sitze einen ganzen Tag hier rum, schmeiß vielleicht ab und an mal einen Stream an, mache einen Vlog von 2 Minuten und ich verdiene damit meine Kohlen und ihr geht malochen, ne? Geht 7 Uhr aus dem Haus und kommt 17 Uhr zurück. Tue ich nicht, muss ich nicht. So, würde uns Hader das in irgendeiner Weise stören? Nö, eigentlich nicht. Ne? Nee, stattdessen behauptet er halt immer steif und fest, dass das, was er tut, Arbeit ist. Und nicht nur das, sondern es ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Es ist unglaublich viel Arbeit. Also, dass der Rainer diese ganze Arbeit überhaupt in 24 Stunden stecken kann, grenzt einen an Wunder. So, aber zu wem sagt er das? Er sagt es zu Rudi. Er sagt es zu Rudi, weil der Rudi ihm früher immer gesagt hat, Rainer, du faule Sau, jetzt mach doch endlich was, ne? Leg diese Scheißkonsole beiseite, und geh raus in den Hof, erstmal kehren, ne? Oder aufräumen. Oder komm mit mir in den Wald, Bäume fällen, ne? Nimm eine Axt mit und hoffentlich schlägst du dir den Kopf damit ein. So hat Rudi das damals gesagt, ne? Und als er dann aus der Schule kam, war es ja genauso.
erstmal dieses Berufsschuljahr abgemeldet und dann zwangsweise in irgendwelche Firmen gesteckt, wo er dann nach wenigen Tagen wieder rausgeflogen ist. Und da saß er wieder zu Hause, der Rainer. Ne? Und der Rudi ärgerte sich und sagte, du Arsch, jetzt mach doch mal endlich was. Ne? Wieder zur Zeitarbeitsfirma, wieder einen neuen Job gekriegt, wieder rausgeflogen. Rudi regt sich auf, ne? Logischerweise. Was ist mit dir los, sagt Rudi. Und diese Stimmen, ne? Diese Stimme in seinem Kopf, die erschallt noch immer. Ne? Dem Rudi muss er beweisen, ich arbeite. Ne? Das geht in Rudi. Rudi kickt. Ne? Rudi kickt. Was mache ich denn? Ja, mit einem Gehälte. Mit deinem Gehate? Rainer, der junge Mann hat nicht gehatet. Ne? Er hat sich nur ein wenig darüber echauffiert, dass du deine Arbeit in fetten Anführungsstrichen höher stellst, höher bewertest, als anstrengender bewertest, als jemand, der eine 40-Stunden-Woche hat. Darüber hat er sich ein wenig echauffiert. Und das hat mit Hayden nichts zu tun. Genauso wenig, wie das damals der Fall war, als du mit deiner Seepferdchenbadebuchse in den Schwimmunterricht gemeldet bist. Das hatte auch nichts mit Hayden zu tun. Ne? Du bist doch nur im Discord, weil du keinen anderen hast zum Reden. Ja. Genau, ich habe keinen anderen zum Reden. Aber ja, wen denn? Junge, nur weil du... Du bist hier mit 14 Leuten im Raum, die dich... Ne? Wir haben ja von der Moderatorin Mulle in ihrem Interview gehört, dass das tatsächlich der Fall ist. Dass Rainer außerhalb des Discords tatsächlich keine, ja, wahrscheinlich nicht mal Bekanntschaften pflegt, geschweige denn Freundschaften. Und wie sollte er auch? Ne? Also wie kann man, jetzt mal ganz im Ernst, wie kann man mit Rainer befreundet sein? Ne? Also das ist absolut unmöglich. Ne? Dieser Narzisst wird sich nach wenigen Stunden als solcher entlarven und wird alle abschrecken, die ihm vielleicht auf dem ersten Anschein ein bisschen gewogen sind. Ich hassen. Ja, du doch auch. Du redest doch mit auch keinem. Na und weiter? Ah, da war wieder Azog, der Wichser. Ne? Wo ist das Problem? Ich im Gegensatz zu dir bin so gesellig, dass ich bereit bin, mich mit Leuten einzulassen, auch wenn sie mich hassen. Und du? Was ist deine Ausrede, dass du hier bist? Braucht ihr keine Ausrede. Das ist ein freies Land, Rainer. Ne? Wir leben immerhin in einer freien Monarchie. Ne? Oder Diktatur. Diktatur, ne? Immerhin Diktatur. Und in einer freien Autonomie darf man sagen, was man möchte. Ne? Und wenn man in einer freien Oligarchie lebt, so wie wir, dann können wir das eben tun. Ne? Und dazu hat der junge Mann da eben sein volles Recht. Mir ist übrigens gerade eingefallen, nicht, dass ich es vergesse, YouTube, ne? die machen mich so langsam fertig. Möglicherweise ist das mein letztes Video. Wenn es so ist, dann ist es so. Ich habe ein Leben. Ne? Ich habe einen Job. Ich studiere. Und ansonsten bin ich auch gut versorgt. Und das letzte Video, dieses Rage-Video, das wurde als werbefreundlich eingestuft, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Andere Videos eben nicht. Drei Emma Liest Videos wurden ab 18 eingestuft und für das zweite Polska-Bärchen-Video wurde ich gestrikt. Warum? Ich habe Beschwerde eingelegt. Naja, Beschwerde wurde abgelehnt. Weitere Beschwerde einreichen darf ich nicht. Ist halt so. Ne? Strike Nummer 2, wenn der dritte kommt, dann ist es eben vorbei mit dem Kurzliebhaber-Hater. Aber wie gesagt, ich hab ein Leben und das werde ich dann auch wie die Emma einfach mal abschütteln. Du hast anscheinend keine Freizeit, hast anscheinend kein Leben, hast anscheinend nichts Vernünftiges zu tun und willst dich über andere Leute lustig machen?
Auch das ist wieder Rudi kickt. Ne? Rudi kickt. Weil der Rudi hat das wahrscheinlich auch immer gesagt, so zu Leuten, die irgendwie faul rumsaßen, ne? Wie zum Beispiel sein Sohn, ne? Sagt er auch, hör mal, du mit deinen Computerspielen, ne? Was ist mit dir los? Ne? Du hast viel zu viel Freizeit, ne? Das ist doch nichts, Junge. Ne? Leben bedeutet arbeiten, ne? Schaffe, ne? Wie die Schwaben sagen. Da muss man eben reinklotzen, ne? Bis man stirbt. Und dann hat man ja immer noch Zeit, einen faulen Lenz zu machen. Ne? Aber bis dahin reinklotzen, ne? Reinhauen. Ja, ne, also ich teile natürlich so eine Einstellung überhaupt nicht, und das unterstreicht ja wieder meine These. Es würde ja niemand was sagen, wenn der Rainer sagt, Leute, das ist ein Konzept, oder Rudi, du, meine innere Stimme, ich habe halt ein anderes Konzept des Lebens als du. Ne? Also, fick dich. Interessiert mich nicht. Ja, du hast dein ganzes Leben lang gemalucht, okay? Deine Entscheidung. Ich habe für mein Leben eine andere Entscheidung getroffen. Dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles in bester Ordnung, Rainer Winkler. Ne? Aber du kannst uns nicht verkaufen, dass du schwer arbeitest. Ne? Dem Rudi übrigens auch nicht, denn egal wie viele Monologe du da rausmeddelst, die Rudi-Stimme, die wird immer noch da sein. Die wird dich weiter kicken. Merkst du eigentlich noch was? Vielleicht solltest du über dein eigenes Leben mal nachdenken, bevor du anderen ans Bein pissen willst. Mm-hmm. Advertising on YouTube helps. Oh, das ist jetzt Werbung vom Ranger, Mann. It's me reach engaged customers like Jenna, who's been... Like Jenna. Customers like Jenna. Ja, in der deutschen Werbung heißt die anders. Ne? Da heißt sie nicht Jenna. Ich weiß nicht wie. Searching for landscapers on Google. Aha. So when she watches YouTube, my ad's there with a link to schedule now. Okay. I found my customers on YouTube. Get started with YouTube advertising and find yours too. Ja, mich vielleicht, ne? Liebe Unternehmen, mich vielleicht, ne? Also bei mir könnt ihr hervorragend familienfreundliche Werbung platzieren. Na, möchte ich mich an dieser Stelle mal ins Gespräch bringen. So. Oh, okay. YouTube Ads. Start now. Nein. Was haben das wir jetzt? Ist keine Milch. Alpro Nut Milk. Das ist also keine Milch. Steht auch drauf. Not Milk. Ne? Also man muss natürlich des Englischen mächtig sein, um das übersetzen zu können. Aber wenn man es kann, Not Milk, dann weiß man, ja, das ist keine Milch. Gut, gut gemacht. Anzlich für Milchliebhaber. Mhm, sehr schön. So, da ist er wieder, der Rainer. Ne? Premiere, ich habe noch nie Werbung kommentiert. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Also ist zumindest meine persönliche Meinung. Mhm. Tjo. Wow, ein sprachloser Hater. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, nebenbei bemerkt, ne? Dieser Ausdruck persönliche Meinung triggert mich. Ne? Mag ich nicht. Denn was zur Hölle soll denn eine Meinung anders sein als persönlich? Ne? Also wenn das kein redundanter Ausdruck ist, dann weiß ich auch nicht. Aber es benutzen viele. Das geht jetzt nicht speziell gegen Rainer, sondern viele sagen das. Ne? Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, das soll das Ganze noch ein bisschen unterstreichen, aber es ist einfach komplett überflüssig. Also wenn ihr das in eurem Wortschatz habt, bitte streichen. Ja, was ist denn? Also willst du noch rechtfertigen oder so? Was soll ich denn sagen, Rainer? Ja, wie wär's da mal, wenn du mal erklärst... Was soll ich sagen, wenn jemand, der nur zu Hause ist, frisst und wichst? Ja, ich kann wichsen. Ja, ich kann fressen. Toll, aber... Nein und ja, Rainer. Nein und ja. Also, das Wichsen, wenn, ich muss es anders formulieren. Also, das, was du vielleicht Wichsen
nennst, ist es eigentlich nicht, Rainer. Ne? Eigentlich nicht. Eigentlich sähe das anders aus. Also würde ich sagen, Wichsen nein. Aber fressen ja, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Rainer, was ist mit dir, Alter? Du bist doch nur triebgesteuert, weil du 30 Jahre lang getrieben bist. Junge, du redest nur über mich. Was ist denn? Ja, Rainer, dieser Mensch möchte ja mit dir diskutieren. Das sag ich demnächst auch. Wenn jemand mit mir spricht, sagt, was machst du hier, was machst du da und warum hast du das gemacht? Und dann sage ich auch, Junge, du redest ja nur über mich. Ne? Jetzt hör mal langsam auf. Ja. Oder bei der nächsten Arbeit, die ich abgegeben habe, bei der Besprechung, wo mir dann meine zahllosen Entgleisungen vorgehalten werden, sage ich dann auch, ja, Professor Doktor, du redest ja nur über mich, ne, und über meine Arbeit. Jetzt red mal über dich. Ne. Jetzt wollen wir mal gucken, was du so vorzuweisen hast. Ehe du mich benotest, wollen wir erst mal gucken, was du so gemacht hast. Ne. Finde ich gut. Was ist denn mit dir? Ja. Ja. Der Rainer ist so ein bisschen heiser, ne? Heiser, Stimmbruch. Ich kenne mich, ich weiß, dass bei mir nicht so ist. Ja, ja, Wahnsinn, aber was rechtfertigt das, was du hier abziehst gerade? Naja, deine Aussage, dass Arbeiter, die hart arbeiten, 40 Stunden in der Woche, von irgendeinem arbeitslosen Penner vorgeführt werden auf YouTube. ja, grundsätzlich richtig. Vielleicht etwas provokativ formuliert, aber grundsätzlich natürlich richtig, mein lieber junger Kollege. Aber du hast eine Sache nicht bedacht. Wenn der Rainer sagt, meine Arbeit ist schwerer als die eines 40-Stunden-Wochenarbeiters, dann hat er ja diesen Arbeiter gar nicht persönlich gemeint. Ne? Ich rekurriere auf mein letztes Video. Der hat den Arbeiter ja gar nicht persönlich angesprochen. Er hat ja nicht gesagt, der Robert, ne? Der Robert, der 40 Stunden in die Stahlschmiede meddelt, ne? Der arbeitet weniger als ich. Nee, der hat gesagt, alle, die 40 Stunden arbeiten, arbeiten weniger als ich. Ne? Also der Robert nicht, sondern nur alle. Ne? Und da, das ist in Ordnung. Ne? Das kann man schon so machen. Ist ja nicht persönlich gemeint. Und deshalb gibt es auch eigentlich keinen Grund, junger Kollege, dich darüber zu beschweren. Naja, du jedenfalls arbeitest nicht. Zumindest nichts Vernünftiges, weil wenn du... Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Dann sagt der Typ, du arbeitest jedenfalls nicht. Jedenfalls nichts Vernünftiges. Ne? Ich meine, woraus bezieht er diese Information? Das ist ja ins Blaue hineingeschossen und höchstwahrscheinlich falsch. In Rainers Gedankenwelt scheint sich das aber so abzuzeichnen. Und das ist wieder Rudi, der sagt, Rainer kommt nach Hause von der Zeitarbeitsschicht, Frühschicht, 6 Uhr wurde angefangen und Rainer kommt um 8 nach Hause. Sagt Rudi, was machst du denn schon hier? Und Rainer sagt, ja, die haben mich rausgemeldet, ne? Die haben mich rausgemeldet. Und dann sagt Rudi, ja, also du arbeitest doch überhaupt nichts, ne? Ich mal hoch hier den ganzen Tag und du, was machst du denn? Du machst doch nichts, ne? Sitzt nur rum, gehst von einer Firma in die nächste. So sagt der Rudi das. Wenn du was Richtiges arbeiten würdest. Oh, du Bastard, wenn du wüsstest, was ich arbeite. Wenn ich wüsste, was du arbeitest, dann würde ich das Gleiche jetzt auch sagen. Pass auf. Ja, klar. Ich habe schon härter gearbeitet, als jemals arbeiten. Naja, na klar. Wenn Rainer wüsste, was er arbeitet, würde er trotzdem sagen, das ist nichts. Ne? Das ist nichts. Das ist erstens viel zu leicht, viel zu anspruchslos. Ne? Das ist eine Dulli-Arbeit. Ne? Und der Rainer hat ja in seinem Leben schon sehr viele qualifizierte Arbeiten gemacht. Ja. Nicht lange, aber immerhin. Ja. Er konnte so hineinschnuppern. Er hat so einen kleinen Odem dieser Arbeit wahrgenommen
Und dann war es aber auch in der Regel schon vorbei. Junge, du bist hier drinnen in deiner wertvollen Freizeit. Wenn du wirklich was Vernünftiges arbeiten würdest, würdest du in deiner Freizeit ganz ehrlich, nicht so eine Scheiße hier abschieben. Die Stunde investiere ich, dass ich dir das sage. Sehr gut, mein junger Kollege. Sehr gut. Das versteht der Rainer zwar nicht, aber natürlich, die Stunde kann man dann schon mal investieren. Was der Rainer eben auch nicht kann, und auch das war im letzten Video unter anderem ein Thema, war, die Menschen als Individuen wahrzunehmen. Ne? Der geht auf seinen Discord und da sind Hater. Ne? Dann geht er später wieder auf seinen Discord, da sind wieder Hater. Und später wieder auf den Discord und da sind wieder Hater. Und so setzt sich das fort. Und in Rainers Kopf bedeutet das, die Hater alle sind immer auf dem Discord. 24/7. Ne? Weil, egal, 24/7, wann Rainer reingeht, es sind Hater da. Also sind alle Hater immer auf diesem Discord. Also können alle Hater gar nicht arbeiten. Also investieren alle Hater alle ihre Freizeit in Rainer. Ne? Und das versteht er nicht. Ist ja auch nicht so. Rainer Winkler. Ne? Ist nicht so. Das ist schon traurig genug, Junge. Ja, traurig genug, dass du sowas sagst. Komm, Junge. Hallo. Mach Hallo. Das Hi. Hi. Moin. Hi. Ich bin schwer, wie dein Kindergarten ist, Alter. Du kommst hier und bringst zum Kindergarten. Verstehst du das nicht, dass das Leute... Nein. Das ist auch so ein Ding. Wenn Rainer die Argumente ausgehen, dann bringt er immer den Kindergarten ins Spiel. Ja. Wenn er also nicht weiß, was er sagen soll, wie er das Argument entkräften soll, dann sagt er, ja, das ist ja Kindergarten. Ne? Das ist ja Kindergarten. Mich würde gerne mal interessieren, was er denn genau darunter versteht, unter diesem ominösen Kindergarten. Ne? Denn ich kann mir vorstellen, dass manch ein Kindergartenkind es intellektuell mit unserem Lieblingsoger aufnehmen könnte. Ne? Insofern ist das ja gar nicht so abwertend, wie der Rainer sich das vielleicht denkt. Passiert, was du sagst? Dass das Leute wirklich provoziert? Leute, die hart arbeiten? Mir interessiert es nicht, ob du dich provoziert fühlst. Dann stellst du dich hin. Warum bist du da hier überstunden? Ja, das interessiert dich nicht. Ich darf ja provozieren. Ne? Denkt sich der Rainer. Ne? Ich darf ja provozieren. Nur die Reaktion der Leute, das ist natürlich nicht möglich. Das geht nicht. Ne? Das dürfen die nicht. Ne? Denn das ist ja Mobbing. Da hört der Spaß dann auf. Und wenn du dich provoziert fühlst, mein lieber Hubert, ja, dann ist doch da der X-Bande. Ne? Kennen wir doch. Ist doch alles gut. Ne? Sagt die Polizei dann eben auch. Ach so, da könnte ich vielleicht noch mal so ein Schnipselchen kurz einstreuen. Und zwar, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ach so. Liebe Frau Richterin, die Sie das Vergnügen haben werden, auf den Herrn Winkler im September ein weiteres Mal zu treffen. Sie werden sicherlich im Rahmen der Strafzumessung dem Angeklagten die Frage stellen, ob er denn, naja, in gewisser Weise Einsicht und Reue zeige. Ne? Wir wissen, das wirkt sich sehr positiv aus. Ne? Mit anderen Worten, strafmildernd. Ne? Und da möchte ich Ihnen ein Schnipselchen, Frau Richterin, nicht vorenthalten, dass ich vor ganz kurzer Zeit in Rainers Stream hineingemeldelt hat. Und dass Rainers Reue und Einsicht eindrucksvoll zeigt. Ja, hören Sie mal gut zu, Frau Richterin. Na? So, ich habe eine Frage von Robin. Was würdest du machen, wenn du noch eine Woche zum Leben hättest? Boah, ich würde jeden Hater abmurksen, der vor meiner Haustür steht. Wenn ich nur noch eine Woche zum Leben hätte, wäre es mir scheißegal. Dann würde ich jeden von den Hater mitnehmen. Oh. Schon allein deswegen, weil sie dann vielleicht verstehen, was sie falsch machen. Genau. Ne? Also so viel zur Winklerchen Einsicht. Ne? Ist doch immer wieder schön zu hören, dass dieser Mann auch Fehler eingestehen kann.
Ich hoffe, dass sich das in der Strafzumessung irgendwie bemerkbar macht. Und wenn ich helfen konnte, war es mir ein Vergnügen, Frau Richterin. Junge, warum bist du dann hier, wenn du hart arbeitest? Dass ich dir das sage. Nein, du bist hier, weil du Kindergarten machst. Du hast in deinem Leben wahrscheinlich... Nee, du machst... Was für ein Bullshit. Ja, du kommst hier rein und verschwendest deine Freizeit. Du tust so, wie wenn du der harte Arbeiter wärst. Du hast 40 verschiedene Berufe in deinem Leben. Das so. Ich mache auch was für meine Sachen. Ich war mit 6 im Wald. Nein, mein lieber Kollege, der du mutmaßlich aus dem schönen Österreich kommst. Rainer war schon mit 4 im Wald. Ja, mit 4. Mit 6 im Wald. Ich arbeite seit meinem 14. Lebensjahr, wo ich Geld verdiene. Seit meinem 14. Lebensjahr verdiene ich mein eigenes Geld. Junge, du hast jetzt 3... Naja, na klar. Ne? Er verdient sein eigenes Taschengeld, Rainer. Ne? Das heißt Taschengeld. Ne? Du hast nicht mit 14 Jahren gearbeitet, sondern du hast einen kleinen Job gehabt, so wie wir alle einen kleinen Job hatten mit 14 Jahren, und du hast Taschengeld verdient. Vielleicht durch Prospekte austragen. Das wird was gewesen sein. Rainer meddelt mit Prospekten durch die Nachbarschaft. Ne? Weiß er jetzt nicht, wo soll ich es einwerfen und wo nicht. Ne? Und dann guckt er auf das Prospekt, da steht dann Obi drauf und dann sagt er, oh, das ist aber schön, der Obi ist ja im Emskirchen. Ne? Und dann bringe ich das mal zum Obi. Ne? Werden sie sich freuen, ist ja alles von Obi, also geht's auch dahin zurück. Und dann war der Rainer fertig mit dem Austragen. Jo. Und mit dem Job. Gestern noch seinen 12. Du hast 30 Jobs gemacht. 30 Jobs und du stellst dich so hin. 60 habe ich gemacht. Ohne 30. Ja, ist doch noch schlimmer, wenn dich 60 Firmen nicht brauchen, weil du... Oh Gott. Ja, das ist natürlich legendär geworden. Ne? Ich habe sogar 60 Jobs gemacht. Ja, Rainer, das ist auch wieder so eine Sache wie mit dem Seepferdchen. Ne? Damit flext man nicht. Man flext nicht damit, dass man in 3 Jahren 60 Jobs hatte. Ne? Und mutmaßlich noch viele Krankheitstage dazwischen, Fehlzeiten, Tage, in denen man nicht vermittelt wurde. Wenn man sich das dann mal ausrechnet, wie lange da der durchschnittliche Arbeitsaufenthalt in einer Firma gewesen sein muss, nee, Rainer, damit flext man nicht. Junge. Ich bin nicht unfähig, sondern es sind die Zeitarbeitsfirmen, die mich eingestellt haben und ständig. Ja, die sind schuld. Ne? Der Fahrprüfer war schuld und die Zeitarbeitsfirmen auch. Ne? Natürlich, weil man kann sich ja vorstellen, da wurde dann zum Beispiel nach einem Atomphysiker gesucht, ne? Und da haben sie Rainer hingeschickt. So, und dann hat das nicht so ganz geklappt, ne? Weil der Rainer hat zwar viel Ahnung von Psychologie, aber Atomphysik ist nicht sein Spezialgebiet. Und da haben dann die Firmen gesagt, nee, den können wir nicht brauchen. Ne? Da sind die Zeitarbeitsfirmen aber schuld. Ne? Da hätten sie halt einen Atomphysiker hinschicken müssen, ne? Und nicht den Rainer. Da kann er aber nichts dafür. Nicht vor allem. Warum warst du bei einer Zeitarbeitsfirma, weil du nichts kannst? Nein, weil ich keine Ausbildung hatte. Und weiter? Ja, und? Das ist auch ein herrliches Argument. Es ist nicht so, dass ich nichts kann. Es ist nur so, dass ich keine Ausbildung hatte. Ja, Rainer, das ist von mich erschlagender Logik. Ja. Das heißt nur, dass man ich kann in der Praxis... Anfangen. Das heißt nur, dass ich, Junge, das heißt nur, dass ich in der Praxis besser bin als in der Theorie. ja. Ja. Das sieht man auch an deinem Tor. Ne? Also man kann ja nachvollziehen über diverse Videos, wie dieses Tor sich entwickelt hat. Ne? Es hat einen Prozess der Optimierung durchlaufen, so möchte ich es mal nennen. Ne? Wenn ihr euch das Tor früher mal anschaut und heute, ne, da ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und da war, das kann man nicht anders sagen, ein Mann der Praxis am Werke. Ne? Anders kann man das nicht erklären, oder? Ich finde schon. Ja, dann mach doch was Praktisches. Da kann man Habe ich getan. Seit ich 14 Jahre alt bin, arbeite ich. Also du warst in der Zeit.
seit ich 14 Jahre alt bin, arbeite ich, seit ich 14 Jahre... Ach, erzähl doch nicht so einen Stuss, du Knalli. Nochmal, wir alle, ich gehe davon aus, ja, ich gehe davon aus, dass wir alle mit 14 Jahren etwas gearbeitet haben, aber das kann man doch nicht ernsthaft als Arbeit bezeichnen. Rainer, du bist ja auch zur Schule gegangen, da wirst du nicht nach der Schule in die Spätschicht gemeldet sein, ne? Wenn ich alt bin, verdiene ich mein eigenes Geld. Mein Vater hat mir, seit ich 14 bin, kein Taschengeld mehr gezahlt oder zahlen müssen, weil ich meine eigene Kohle verdient habe. Ja, und Rainer, das ist ja auch nicht unüblich. Da bist du nicht der Einzige. Ne? Wie lange hast du Taschengeld gekriegt? Bis du 17 warst? Bis du 20 Gott. Warst? Junge, du brauchst mir nicht erzählen, was ich verdiene. Weil ich habe mein ganzes Leben für alles, was ich habe, gearbeitet. Wie lange... Ja. Ja. Ne? Für Haus und Hof hatte sich den Rücken krumm gebuckelt. Ne? Das ist auch nicht ohne, so ein Haus und Hof zu erwerben. Da muss man, entschuldigt, da muss man, ich trinke jetzt mal einen Schluck. Ah, ich habe gestern sehr viel sprechen müssen, weil... aus dem Nähkästchen sei es erzählt, ich gestern eine Prüfung hatte, eine Führungsprüfung. So rum war es richtig. Ich musste also im hiesigen ägyptischen Museum, ihr kennt das Museum in Donaueschingen, da musste ich eine Führung machen durch eine aktuelle Ausstellung. Normalerweise wird diese Führung bei einer echten Gruppe gemacht, aber wegen Corona gab es nicht so viele Gruppen und deshalb war das ein komplettes Prüfergremium und da musste ich halt quatschen und deshalb ist meine Stimme heute noch mehr als sonst ein bisschen rau. Ja gut, das hat mit Sicherheit niemanden interessiert und mir hat es ein paar Minuten gebracht, also weiter mit Rainer. Machst du YouTube, Rainer? Wie lange machst du YouTube? Spielt keine Rolle. Ich habe das anfangs neben der Arbeit. 8 Jahre. Du bist seit 22 arbeitslos. Ich habe seit 2015 mache ich nur noch YouTube. Ich habe bis 2015 noch normal gearbeitet. Und ja, das ist ja sehr schön, Rainer. Wenn du das als normale Arbeit bezeichnest, ja, dann sind wir uns einig. Aber an diesem Adjektiv möchte ich gewisse Zweifel anmelden. Seit 2011 mache ich YouTube. Ja. Hey. Durch Werbung auf YouTube erreiche ich genau meine Zielgruppe. Mhm. Wie zum Beispiel Martin, der sich für... Ah, Martin. Martin sieht aber ganz nett aus. Ne? Ich glaube, der könnte meiner schwulen Zuschauerschaft, meiner männlichen schwulen Zuschauerschaft, schon gefallen. Und ich wette, dass dieser Martin in der englischen Version nicht Martin heißt. Ne? Für alles rund ums Thema Kochen interessiert. Fürs Kochen interessiert. Oder Alina, die nach einem Bioladen in ihrer Nähe sucht. Also Alina ist sehr hübsch, ne? Muss ich schon sagen. Die ist sehr, sehr hübsch. Heißt aber im Englischen bestimmt nicht Alina. Ich kann meine Werbung so... Ich weiß nicht, vielleicht sind diese Personen, die da verwenden, gar nicht echt, ne? Kommt mir jetzt so schlagartig der Verdacht, vielleicht sind das gar keine echten Menschen. Vielleicht werden die nur zum Werbezwecken da eingesetzt. Ja, könnte das sein? Sogar so einrichten, dass nur Leute aus meiner Stadt meine Anzeigen sehen. Und sie können das auch. Ja, super. Jetzt mit YouTube Advertising durchstarten. Könnt ihr ja gerne Durch machen. Durch Werbung auf YouTube erreiche ich genau meine Zielgruppe. Es ist nicht das, was du vielleicht denkst. Ach komm, jetzt kommt da jetzt schon wieder diese Scheißmilch? Bin gut zum Planeten und gut für dich? Ja, skippen, so. Du könntest gut. Du willst doch einfach nicht mit YouTube aufhören, weil du dann wieder was Echtes arbeiten musst. Junge, von jemandem, der hier drinnen rumeiert und hier den Leuten auf die Eier geht. Das ist schon... Einer. Der geht ja vorzugsweise dir auf die Eier. Ne? Das ist schon
und seine Stunden an Freizeit damit verschwendet, hier drinnen auf mich zu warten und hier drauf, wie ihr es so schön ausdrückt, zu lauern. Ja, von dem lasse ich mir nicht sagen, wie ich meine Freizeit zu gestalten. Hast du wenigstens schon die Sozialstunden? Es geht ja nicht um die Freizeit, Rainer. Es geht nicht um die Freizeit, sondern um die Arbeit. Um die Arbeit. Jetzt muss ich aber nochmal eben zurückskippen, weil ich glaube, da habe ich etwas zu spät reagiert. So. Freizeit zu gestalten. Hast du wenigstens schon die Sozialstundenarbeit gemacht, Rainer? Junge, was ich in meinem Leben mache, gebe ich Gott sei Dank nichts an. Wir wissen ja mittlerweile, wie diese Antwort lautet, nämlich nein. Nein. Rainer hat nicht eine einzige Sozialstunde abgeleistet. Auch nicht nach der eindeutigen Verwarnung des letzten Gerichtstermins. Nein. Das macht der Rainer nicht. Er muss das ja auch nicht, denn wir leben ja in einer freien Diktatur. Und in einer freien Hegemonialherrschaft, in einer freien Autokratie muss man das nicht. Auch wenn das das Gericht sagt, aber die Gerichte sind in einer freien Anarchie nicht relevant. Zumindest für Rainer nicht. Wenigstens eine Leistung für die Gesellschaft, Rainer. Bring du, doch einmal eine Leistung für die Gesellschaft. Ja, was wüsstest, denn? Was ich für, wenn du wüsstest, was ich was für die Gesellschaft denn? Schon geleistet habe. WWF-Mitglied. Was du für die Gesellschaft schon geleistet hast. Rainer Winkler, wenn es einen Abszess am Arsch der Gesellschaft gibt, dann bist du das. Ne? Du bist das Ödem. Du bist einer, der die Gesellschaft bis zum Knochenkotzen aussaugt. Ne? Alleine diese ganzen Polizeieinsätze, wenn man sich das vorstellt, wie viel zigtausend, wahrscheinlich geht's mittlerweile in die Hunderttausende von Euros, die der Steuerzahler fraglos bezahlen muss, weil dem Herrn Winkler der Finger juckt. Ne? Das ist wirklich ein großartiger Beitrag zur Gesellschaft, Herr Winkler. Sehr schön. Was hast du denn geleistet? Ach komm, halt doch einfach mal das Maul. Sag es doch mal. Ne? Wird mich nämlich auch interessieren. Junge, ganz ehrlich, da kann er nicht einmal ausreden lassen. Weißt du? Das ist ja so ein typisches Kindergarten. Wenn die immer die Fresse aufreißen und einen nicht einmal ausreden lassen können. Du sprichst doch gerade, du Volltrottel. Du sprichst doch gerade. Ne? Also beschwer dich doch nicht, dass du nicht ausreden kannst, während du sprichst. Das macht ja auch keinen Sinn. Übrigens, viele fühlen sich getriggert von meiner Formulierung, das macht keinen Sinn. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich falsch ist. Also ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich bemühe mich, es mir abzugewöhnen, aber ich kann das nicht, weil das ist so in meinem Sprachgebrauch drin. Und wie gesagt, so ganz sicher bin ich nicht, dass das falsch ist. Weil manchmal scheint es mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber manchmal scheint es mir, dass wenn ich sagen würde, das ergibt keinen Sinn, das weniger Sinn macht, als wenn ich sagen würde, das macht keinen Sinn. Ne? Nicht immer, aber in manchen Fällen, mir ist gestern, glaube ich, so einer eingefallen, würde ich sagen, es macht keinen Sinn, ist die bessere Formulierung. Aber gut. Ihr müsst das dann halt einfach aushalten. Liebe Leute, da kann ich nichts machen. So die kleinen Hirnzöne, Kinder, Alter, ohne Scheiß. Ah. Redet mit Respekt. Was bist du denn so heiße? Redet mit Respekt mit dem Drachen. Du Wichser. Du Azog-Wichser. Also, ne, dieser Mensch hat ganz sachlich argumentiert und Rainer bezeichnet ihn als kleines Hurensohnkind. Und Azog ist nichts Besseres eingefallen, als darauf zu sagen, redet mit Respekt mit dem Drachen. Arschloch. Da will er über einen rumlabern, will einem was erzählen, weißt du? Und dann hockt er selber stundenlang hier drin, um einen auf den Sack zu gehen. Also von so jemandem lasse ich mich bestimmt nicht belehren. Nö, Rainer, du lässt dich von
warte mal, lass mich mal erzählen, von niemandem belehren. Von niemandem. Auch nicht von dieser ständig kickenden Rudi-Stimme. Selbst von der nicht. Das ist doch echt hart asozial und hart lächerlich. Was meinte er gerade mit Sozialstunden? Ach komm, lass ihn labern. Die meinen schon wieder, die wissen besser über mein Leben Bescheid als ich. Lass ihn labern, kleiner Drache. Lass ihn labern. Es sind alles nur Gerüchte. Ne? Alles nur Gerüchte. Von den Hatern absichtlich ins Internet hineingesetzte Gerüchte. Ne? Also Rainer und Sozialstunden, da hat er nichts mit zu tun mit Sozialstunden. Ne? Ja, hat er ja auch nicht. Ist ja auch richtig. Stimmt ja auch nicht. Genau das ist das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Die labern halt den ganzen Tag nur Kindergarten und labern Scheiße. Wenn die nur halb so viel wissen würden, wie sie tatsächlich immer behaupten, dann... Aber das mit den Sozialstunden stand doch in der Zeitung auch. Das ist ja real. Dann würden sie sich wahrscheinlich... Alter. Dann würden sie sich wahrscheinlich selber umbringen, weil ihnen auffallen würde, wie dumm sie eigentlich sind. Geht doch nicht immer gleich aufs Umbringen. Ja, da muss ich, glaube ich, gleich auch nochmal kurz zurückskippen. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Gut, ich könnte mich jetzt aufregen, aber ich bin wieder geerdet. Rainer Winkler, wenn dumm zu sein ein Grund wäre, sich umzubringen, dann, und jetzt, meine lieben Freundinnen und Freunde, dürft ihr den Satz selbstständig beenden. Bring uns so, das ist doch scheiße. Muss ich noch mal kurz zurück. Geh doch nicht immer gleich aufs Umbringen und so, das ist doch scheiße. Ja, hat er völlig recht, ne? Mit dem Umbringen ist Rainer, wie wir ja eben auch bei diesem Schnipselchen schon gehört haben, mit dem Umbringen ist er immer sehr schnell bei der Sache, ne? Sehr schnell. Andere umbringen, ne? Oder die Empfehlung anderen geben, sich umzubringen. Worüber ich rede, ist immer noch meine Angelegenheit, glaube ich. Mhm. Weil ich mir nämlich nicht von anderen Leuten sagen lasse, was ich sagen darf und was nicht. Ne, Frau Richterin, schönen Gruß. Ne? Sie haben es gehört. Ne? Der Rainer bleibt dabei beim Umbringen. Ne? Der Rainer möchte gerne Menschen umbringen. Ne? Und der wird sich bestimmt nicht von anderen Leuten inklusive Richter sagen lassen, was er sagen und denken darf oder nicht. Und wenn er Rainer vom Umbringen sprechen will, dann spricht er halt vom Umbringen. Das ist doch alles in Ordnung. Ne? Der Himmel ist rosa. Ist ja gut. Und die Haut keine Emotionen. Ne? Ja. Organe sind kein Hass. Auch richtig. Kann man alles sagen. Weil ich in einem freien Land lebe und weil ich in einem freien Land meine Meinung äußern darf. Und meine Meinung ist, die würden sich umbringen, wenn die nur die Hälfte von meiner Scheiße mitmachen würden. Also wenn nur die Hälfte von meinem Ja, da haben wir wieder umbringen, ne, umbringen, diesmal im Kontext der Winklerschen Qual, des Ansturms auf das Winklersche Anwesen, dem er sich täglich ausgesetzt fühlt. Ja, andere Leute würden sich umbringen. Natürlich, das ist immer das Allernaheliegendste, Rainer. Wenn man in eine solche Situation gerät, wer würde sich da nicht umbringen? Nur der Rainer nicht. Scheiß Leben erleben würden. Also Meinungsfreiheit hat auch seine Grenzen. Ja. Hast du deine Mutti mit zwei nicht alles beigebracht? Was? Redest du gerade mit mir? Nein, mit wem denn sonst? Du bist hier der Erste, der hier redet mit, ja, Anstand, das lernt man, wenn man zwei ist. Und was bist du? Machst irgendwelche Witze über Selbstmord und tust das jetzt? Ich habe keine Witze gemacht. Sehr gut, meine liebe Kollegin. Hey, das war aber richtig gut. Da gehe ich nochmal kurz zurück. Möchte ich mir nochmal anhören? Scheiße, was bist du? Machst irgendwelche Witze über Selbstmord? Nein, mit wem denn sonst? Du bist hier der Erste, der hier redet mit, ja, Anstand, das lernt man, wenn man zwei ist. Und was bist du? Machst irgendwelche Witze über Selbstmord? Ja. Und tust das jetzt? Ich habe keine Witze gemacht. Alle, ich habe keine erzählt Witze dir, gemacht. Dass sich der Wirtschaftsmeister ihr Wirtschaftsding umbringt. Ja, Witze. Witz war tatsächlich der falsche Begriff, aber du hast ungeheuer abfällig darüber geredet. Ne? Und Rainer, Überraschung, das provoziert manche Menschen. Ne?
vielleicht solche Menschen, die selbst Selbstmordgedanken haben oder hatten, vielleicht Menschen, die in ihrer Familie, im Freundeskreis einen Selbstmörder haben, SelbstmörderInnen. Vielleicht könnte das diese Leute ein bisschen provozieren, wenn du ständig darüber redest, dass andere Menschen sich umbringen sollen, bloß weil sie dich sozial streifen. Ich rede. Ach das so, ist so ein kinderlicher Scheiß. Du willst mich ja was erzählen, ja? Kommst hier rein, verschwendest deine Freizeit, laberst hier stundenlang rum und willst nicht was erzählen. Die ist gerade reingekommen. Die ist gerade im Moment reingekommen. Ach ja. Ja, die Platte fängt damit an. Ohne Scheiß, ich nehme wirklich eine Platte auf und lass sie abspielen. Ja. Das ist auch immer die gleiche Platte, weil auch Rudis Platte immer die gleiche ist. Ne? Rudi kickt. Fakt ist, dass ich habe über 2100 Leute hier auf dem Server und stundenlang gammelt ihr in einem Raum und lauert darauf, eure Ausdruck, was ich meine, dass ihr in einen Raum kommt, um andere auf den Sack zu gehen, um mir auf den Sack zu gehen. Und dann denke ich mir jedes Mal, ihr macht euch über mich lächerlich und verbringt Stunden eures Lebens mit nichts tun, nur darauf warten, dass ihr hier reinkommt. Also sagt mal. Ja, Rainer, und das ist weitaus produktiver als das, was du tust. Und es fügt auch einen Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft dazu. Wer von uns ist bescheuerter? Ich, der einfach nur das macht, was er für richtig hält, oder ihr, die hier reinkommen und stundenlang warten, damit sie ja mal 2 Sekunden lang labern können und dann gebannt werden? Ja, die Antwort ist sehr einfach. Ne? Und die ist so einfach, dass ich die gar nicht geben muss, denn mein kluges Publikum weiß das genauso gut wie ich. Oder nicht mehr gehört werden. Also ihr solltet echt mal über euer Leben nachdenken, anstatt euch über meins lustig zu machen. Mhm. Weil die Letzten, die irgendwas die Fresse aufreißen sollten, sind die Leute, die hier die Scheiße bauen. Also ganz ehrlich. Ich habe noch eine Frage dazu. Also das ist jetzt keine Hater-Frage, aber warum gibst du den Hatern denn die Angriffsfläche? Ich gebe denen überhaupt nichts. Die bilden sich irgendwas vielleicht ein, das sie haben. Ja, Rainer bietet keine Angriffsfläche, ne? Rainer ist da so eine Ringelnatter. Die schlängelt sich da eben einfach hindurch. Und da kann man ihm nur beglückwünschen dazu, dass er so wenig Angriffsfläche bietet. Ne? Ich weiß überhaupt nicht, wo dieser ganze Rainer-Content herkommt bei der geringen Angriffsfläche. Verstehe ich einfach nicht. Und der Rainer versteht es auch nicht. Ne? Jut, meine lieben Leute, ich habe mich zurückgemeldet. Ich hoffe, es hat euch Vergnügen bereitet. Mir hat es wieder, Gott sei Dank, Vergnügen bereitet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir gewogen und vor allem, meine Lieben, bleibt am Leben. Und tschüss, sagt euer Kunstliebhaber-Hater.